Hallo, hier ist Terra Express. Ein Albtraum. Erst wird nichts überwiesen und was dann zurückbleibt, ist ein Haufen Müll. Was tun, wenn Mietnomaden das ganze Haus verwüsten? Plötzlich klaffen riesengroße Risse in der Wand. Kommt die Gefahr von unten und ist das Haus noch zu retten? Achtung Grundwasser, wenn ohne Pumpen gar nichts geht und der Keller immer wieder unter Wasser steht. Ein weiteres Mal ist ihr Keller überflutet. Olaf Schenk und sein Vater Gerhard sind entsetzt. So ein Scheiß, jetzt steht das Wasser schon wieder knöchelhoch hier drin. Schade um unseren schönen Partyraum. Hier ist erstmal Schluss mit Feiern. Ihr Keller im Berliner Blumenviertel ist kaum noch zu retten. Die Möbel angeschimmelt, die Wände feucht. Offenbar dringt Wasser von außen ein. Nur ein paar Häuser weiter. Guck dir das an. Guck es dir an. Ach du Scheiße. Auch bei Erika Posen und ihrer Tochter Janine ist Land unter. Einmal mehr ein riesiger Schaden. Das kannst du alles wegschmeißen. Die Häuser des Blumenviertels liegen im sogenannten Berliner Urstromtal. Hier steht das Grundwasser von Natur aus hoch. Ein stärkerer Regen reicht aus und der Pegel steigt über eine kritische Grenze. Zwar betreibt die Stadt hier Pumpen, trotzdem werden viele Keller immer wieder überflutet. Das dauert nicht mehr lange und dann ist die Wand einsturzgefährdet. Und jetzt müssen die Bürger auch noch erfahren, die Senatsverwaltung will die veralteten Pumpen abstellen. Für Bau und Betrieb einer neuen sogenannten Brunnengalerie sollen künftig sie allein aufkommen. Das ist eine Frechheit. Wir werden hier unter Druck gesetzt. Mehr als 2 Millionen Euro veranschlagt ein Ingenieurbüro für eine neue Entwässerungsanlage plus Betriebskosten. Der Senat schlägt vor, ein Anwohnerverein soll das finanzieren. Denn es gibt über mehrere tausend Eigentümer im Viertel. Doch die Bürger befürchten, dass am Ende die Rechnung nicht aufgeht. Und wenn wir denn bloß 100 Leute im Verein sind, dann ist ja der Betrag natürlich wesentlich höher, an Konfang Einzelne nicht mehr finanziert werden. Für die Anwohner ist klar, die Pumpen müssen weiter von der Stadt betrieben werden. Schließlich können sie nichts für das Grundwasserproblem. Steigendes Grundwasser kennt man auch in der Lausitz. Seit in den Revieren immer weniger Braunkohle abgebaut wird, bekommen Familien und Betriebe in Lauchhammer die Folgen zu spüren. Sie müssen ihre Häuser verlassen. Einige in 3 Jahren, andere schon in wenigen Tagen. Ich kann es immer noch nicht fassen. Wir haben alle eine ordentliche Baugenehmigung. Doch ihre Häuser seien auf Dauer nicht standsicher, müssen Helga Moldenhauer und ihr Lebensgefährte bei einem Infotreffen kurz zuvor erfahren. Das hat ein Gutachten im Auftrag der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbauverwaltungsgesellschaft ergeben. Das kann doch nicht sein. Ihr Haus steht auf einer lange vor dem Krieg notdürftig verfüllten alten Braunkohlegrube. Es sei in Gefahr, weil Grundwasser den sandigen Boden verflüssigen könne. Es ist vollkommen schockierend. In der Lausitz liegt die zweitgrößte Braunkohlelagerstätte Deutschlands. Einst wurde hier auf einer Fläche von fast der Größe des Saarlandes Grundwasser abgepumpt. Doch längst sind nur noch wenige Gruben und Pumpen in Betrieb. Das steigende Grundwasser macht die Böden instabil. Schon einige Tage nach der Infoveranstaltung im Rathaus müssen Christel und Karl-Heinz Haag ihr Haus verlassen. Der Landkreis untersagt ihnen die weitere Nutzung wegen Einsturzgefahr. Die langjährigen Nachbarn von Helga Moldenhauer müssen in eine Mietwohnung ziehen. Es tut mir unheimlich leid, dass ihr jetzt weg müsst. Gute Nachbarschaft ist nicht zu ersetzen. Welchen Ausgleich sie erhalten, das ist für sie noch völlig unklar. Jetzt können wir nur hoffen, dass die Allgemeinheit uns entsprechend als Einzelperson unterstützt. Im Rathaus setzt sich Bürgermeister Roland Polenz in einem offenen Brief an den Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg für eine ordentliche Entschädigung der Betroffenen ein. Hoffentlich hilft das. Verhindern kann er die Räumung der Häuser allerdings nicht, denn Polenz weiß, das Risiko, dass etwas passiert, ist nicht zu verantworten. So wie in Nachterstedt 2009. Hier rutscht eine Böschung ab und reißt Häuser mit in die Tiefe. Als Ursache gelten Grundwasserdruck und instabile Kippenböden. In Schmalkalden tut sich 2010 ebenfalls ein riesiger Krater auf. Grundwasser löst Gesteinsschichten, bis die Erde nicht mehr standhält. Im Berliner Urstromtal laufen immer wieder Keller voll. Alexander Limberg und Fabian Hecht von der Senatsverwaltung wissen, Berlin leidet unter steigendem Grundwasser, weil es heute sparsamer entnommen wird. Aber
Man dürfe die Pumpen im Blumenviertel nicht weiter auf Landeskosten betreiben. Die hätten nämlich dazu gedient, die Altlastensanierung zu unterstützen. Die Altlasten im benachbarten Industriegebiet sind weitgehend beseitigt. Dass die Bürger die Pumpen künftig selbst finanzieren, sei daher nur logisch. Wobei es noch etwas Besseres gäbe. Die nachhaltigste Lösung wäre sicherlich, die Keller nachträglich jetzt abzudichten. Doch eine nachträgliche Abdichtung kann sich die Rentnerin Erika Posehn beim besten Willen nicht leisten. Und auch für Thilo Vetter, ein paar Straßen weiter, ist dieser Aufwand keine Option. Das Abdichten dieses Hauses, habe ich mich mal erkundigt, würde ungefähr so um die 140.000 Euro kosten. In Lauchhammer stellt Roland Polenz seinen offenen Brief an den Ministerpräsidenten vor. Und die Fraktionsvorsitzenden sind sich einig, es muss eine angemessene Entschädigung geben. Entscheidend ist der Mensch, der hier lebt, und denen muss geholfen werden. Wenig später beschäftigt sich der Brandenburger Landtag mit dem Thema. Und Helga Moldenhauer verfolgt, wie sich die Landesministerin für Infrastruktur, Katrin Schneider, im Fernsehen äußert. Wir brauchen zwei Sachen. Wir brauchen einmal ein Gesamtkonzept für Lauchhammer und wir brauchen ein Sofortprogramm für die jetzt Betroffenen in der Wilhelm-Kühl-Straße. Die Aussage der Ministerin lässt Helga Moldenhauer und ihren Lebensgefährten ein wenig optimistischer in die Zukunft blicken. Und vielleicht gibt es dann für uns doch noch eine Hoffnung. Einige Wochen später erfährt das Ehepaar Haag, das bereits sein Haus aufgeben musste, sie erhalten eine befriedigende Entschädigung. Einen Ausgleich, mit dem sie sich ein gleichwertiges Eigenheim kaufen kann, erhofft sich jetzt noch Helga Moldenhauer. In Berlin, wo das Grundwasser bei starkem Regen immer wieder für nasse Keller sorgt, hat die Senatsverwaltung zur Infoveranstaltung geladen. Alexander Limberg will die Bürger davon überzeugen, die Pumpen in Zukunft über einen Verein selbst zu finanzieren. Sie müssen jetzt die Initiative ergreifen und den Verein gründen und wir werden Sie dabei unterstützen. Doch weiterhin stößt sein Anliegen bei vielen Bürgern auf Unmut. Die Kosten dieses Vereins für das einzelne Mitglied sind einfach für uns nicht nachvollziehbar. Rund 20 Anwohner erklären sich zwar bereit, dem Verein beizutreten und tragen sich in die Liste ein. Olaf Schenk jedoch und andere bleiben dabei. Der Schutz vor Grundwasser ist eine öffentliche Aufgabe. Notfalls wollen sie gegen das Land Berlin klagen. Da kann man den Bewohnern nur die Daumen drücken. Die ein oder andere schlaflose Nacht werden sie wohl noch haben. Noch schlimmer kann es kommen, wenn das ganze Haus plötzlich Risse zeigt. Hohgräbe, Bezirksregierung Arnsberg. Bergbauingenieur Peter Hohgräbe ist alarmiert. Parkplätze am Dortmunder Fußballstadion könnten einstürzen. Dabei stellen hier regelmäßig tausende Besucher ihre Autos ab. Wir müssen raus, Stadionbaustelle. Sag mal eben dem Martin Bescheid, dass er recherchiert schon mal. Martin Isaak arbeitet im sogenannten Grubenbildarchiv. Hör mal, kannst du ein paar Grubenbilder recherchieren für den Bereich Stadion hier in Dortmund? Sofort machen sich Nicole Reinersmann und Peter Hohgräbe auf den Weg. Das Stadion steht zwar auf sicherem Grund, aber die Experten sehen die Parkplätze in Gefahr. Ohne Widerstand dringt der Bohrer in die Tiefe. Wir haben oberflächennah einen massiven Hohlraum festgestellt und es besteht eine erhöhte Tagesbruchgefahr hier auf dem Parkplatz. Der liegt offenbar über einem alten Steinkohleabbaugebiet. Wenn der Boden wegsackt, könnte sich ein riesiger Krater auftun. Und da könnte der eine oder andere Bus schon drin landen. Das ist richtig, das wäre auch der schlimmste Fall. Aber was, wenn noch viel mehr Hohlräume unter der Erde lauern? Da hilft nur eins. Auf den Parkplätzen am Stadion müssen hunderte weitere Bohrungen durchgeführt werden. In Essen hat auch Werner Rose keinen festen Boden mehr unter den Füßen. Gestern noch war mit seinem Gartentor alles bestens. Heute klemmt es auf einmal. Was geht denn hier ab? Auch die Pflasterung, wie von Geisterhand verschoben. Die Erde rund um Werner Roses Haus hat sich offenbar über Nacht abgesenkt. Das ist ja kaum zu glauben. Am Haus seiner Nachbarin entdeckt er ebenfalls bodennahe Absenkungen. Doch damit nicht genug. Die Fassade des gegenüberliegenden Hauses ist von meterlangen Rissen zerfurcht. Auch im Schlafzimmer macht seine Frau Doris eine beunruhigende Entdeckung. Da
stimmt doch was nicht. In der Zimmerwand klafft ein breiter Spalt. Werner? Schnell wird beiden klar, unter ihrem Haus sind gefährliche Kräfte am Werk. Am Dortmunder Fußballstadion könnten Fanparkplätze einstürzen. Martin Isaak und seine Kollegin Britta Lindner suchen im Archiv nach alten Aufzeichnungen. Seit 1865 müssen Bergbaugesellschaften alles, was sie unter Tage tun, dokumentieren. Doch von älteren Abbaustellen gibt es oft keine oder nur ungenaue Karten. Solange die entdeckten Hohlräume unter den Parkplätzen keinem Unternehmen eindeutig zugeordnet werden können, haftet auch niemand für den Schaden. Hallo, habt ihr was gefunden? Wir haben hier in diesem Spezialgrundriss eindeutig im Bereich des Stadions alte Baue verzeichnet. Seht ihr hier, da und dort? Die historischen Stollen sind zwar nach heutigen Maßstäben nicht präzise dokumentiert, aber vieles deutet darauf hin, dass sie gefährlich nah unter der Oberfläche liegen, genau im Bereich der Stadionparkplätze. Da können wir nicht lange warten, da müssen wir schnell angreifen, das werden wir auch tun. Sofort wird der riskante Bereich gesperrt. Die Ingenieure wissen, sie müssen jetzt tonnenweise Flüssigbeton unter die Parkflächen am Stadion pumpen. Nur so können sie Absenkungen verhindern. In Essen hat Werner Rose innerhalb weniger Stunden weitere tiefe Risse gefunden. Die Lage wird ihm immer unheimlicher. Bei mir ist der Boden abgesackt. Um 10, 15 Zentimeter. Anruf bei der Bergbehörde. Rose vermutet alte Stollen als Ursache für die Risse. Nicole Reinersmann will schnell vorbeikommen. Ich bedanke mich. Noch am selben Tag begutachtet die Ingenieurin die Risse und Absenkungen an Werner Roses Haus. Schon vor ihrem Besuch hat sie Bergbaukarten studiert, mit eindeutigem Ergebnis. Ich kann Ihnen sagen, dass ich tagesnahen, oberflächennahen Bergbau ausschließen kann. In dem Bereich haben wir definitiv keine Kohle anstehen. Die Ursache der Risse bleibt also weiter völlig rätselhaft. Für die Betroffenen keine gute Nachricht. Am nächsten Tag melden weitere Nachbarn Risse und Absenkungen an ihren Häusern. Jetzt hat Werner Rose genug und ruft in seiner Not die Feuerwehr an. Ich wende mich an Sie, weil ich einfach nicht mehr weiter weiß. Die Einsatzkräfte begutachten die Schäden und reagieren sofort. Sie erklären das Haus von Werner Roses Nachbarin für unbewohnbar. Sie muss ausziehen. Um das Ausmaß der Gefahr zu erfassen, bringen jetzt Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks Messgeräte an. Auch Ingenieurin Reinersmann lassen die Schäden keine Ruhe. Sie hat überraschende Neuigkeiten für Werner Rose. Sein Haus steht auf einer über 100 Meter dicken Mergelschicht aus Ton, Kalk und Sand. Eigentlich stabil. Und trotzdem die Bewegungen, hier im Erdreich. Jetzt will auch die Stadt Essen wissen, was hinter den Erdbewegungen steckt. Schließlich sind Schäden nicht nur an 8 Häusern, sondern auch am öffentlichen Bürgersteig aufgetreten. Untersuchungen mit einem Bodenradarwagen, der den Untergrund durchleuchtet, sollen die Ursache klären. Hohlräume konnten wir keine feststellen. Dann müssen wir schauen, ob wir durch Höhenvermessungen des Rätsels Lösung finden. An über 100 Punkten wird an den Häusern der Straße in den folgenden Monaten wöchentlich gemessen. Und tatsächlich bewegt sich der Boden weiter. Warum, bleibt rätselhaft. Mit 40 Bohrungen wollen die Fachleute deshalb die Bodenbeschaffenheit genauer untersuchen. Diese und weitere Daten fließen in ein Gutachten ein. Das soll endlich Licht ins Dunkel bringen. Doris und Werner Rose haben den Eindruck, dass mittlerweile auch ihr Garten abgesackt ist. Ihnen drängt sich ein Verdacht auf. Ob das jetzt eventuell was mit der Trockenheit zu tun hat? Das könnte sein. 4 Monate vergehen nach den ersten Rissen. Dann endlich liegen den Anwohnern erste Ergebnisse des städtischen Gutachtens vor. Als Ursache wurde eine Kombination aus Faktoren wie Bodenbeschaffenheit, der lang anhaltenden Trockenheit und Hitze des Sommers sowie die Eigenschaften einzelner Gebäude abgeleitet. Auch der Rekordsommer ist eine der Ursachen. Durch ihn ist der Boden ausgetrocknet und hat nachgegeben. Solche Einflüsse deckt die Versicherung von Roses nicht ab. Die Schäden muss das Ehepaar selbst zahlen.
Am Dortmunder Stadion verfolgen Peter Hohgräbe und Nicole Reinersmann den Stand der Sicherungsmaßnahmen. Sebastian Kiewit und sein Team konnten inzwischen große Teile des Areals sichern. Wir haben jetzt hier insgesamt über 1500 Bohrungen. Mit immensen Mengen an Baustoffen, die hier verbracht worden sind. Über 3000 Tonnen Flüssigbeton pumpten die Experten mit einer eigens vor Ort errichteten Anlage in die Bohrlöcher. Sobald sie aushärten, ist der Bereich unter den Parkplätzen stabilisiert. Nur wenige Schritte weiter zeigt sich den Teams das Ausmaß der Gefahr. Hier hat sich schon kurz nach der Entdeckung der Hohlräume eine Kuhle gebildet. Dass sie nicht direkt auf dem Parkplatz entstand, reiner Zufall. Zur dauerhaften Sicherung der Parkplätze am Dortmunder Stadion muss das Team in den nächsten Monaten noch weitere 500 Bohrlöcher verfüllen. Ich bin erst zufrieden, wenn hier alles gesichert ist. Doch bis dahin müssen noch einmal rund 1000 Tonnen Flüssigbeton in die alten Stollen gepumpt werden. Und es geht sogar noch schlimmer, denn das ist wirklich ein absoluter Albtraum. Erst wird die Miete nicht überwiesen und was dann zurückbleibt, ist ein Haufen Müll. Was tun, wenn Mietnomaden das ganze Haus verwüsten? In Oetichheim in Baden-Württemberg betreten Elisabeth und Ralf Bastian zum ersten Mal ihr Haus, das sie seit Jahren vermieten. Boah, ach du Gott. Wohin man schaut, Dreck, Müll, Schimmel. Ein wahrer Albtraum. Die Mieter haben das gesamte Haus verwüstet. Rückblick. 2012 gehört das Haus Ralf Bastians Vater. Er vermietet es an eine 10-köpfige Großfamilie in Not. Die wohnt in mehreren Wohnwagen auf einem Kasernengelände. Doch der Eigentümer zwingt sie zur Räumung, sie wissen nicht wohin. In der Lokalzeitung gibt es einen Hilferuf, der Vater will helfen. Tolle Geste von deinem Vater. Er bietet sein Haus unter der Bedingung an, dass die Miete direkt vom Jobcenter an ihn überwiesen wird. Das Amt willigt ein und die Familie bezieht das Haus. 2017 stirbt Ralf Bastians Vater. So wird das Ehepaar zum Vermieter der Großfamilie. Einige Wochen später, in ihrem Friseursalon, den sie mit ihrem Mann betreibt, wird Elisabeth Bastian beim Blick auf ihren Kontoauszug stutzig. Weißt du was? Schon 2 Monate ist keine Miete mehr über. Wiese wurde von Oetichheim. Was? Wie bitte? Nee, warum ich weiß da aber so nichts. Also da müssen wir mal nachhalten. 1.300 Euro Miete pro Monat bekommen sie normalerweise überwiesen. Sie wollen bei den Mietern nachhaken. Es geht keiner dran. Ja, dann fahren wir am besten mal gleich runter. Vielleicht haben die Mieter eine Erklärung. Sie fahren ins 9 Kilometer entfernte Oetichheim. Ob alles nur ein Missverständnis ist? Beatrix und Udo Engler aus Saarlouis kennen ihre Mieter von Anfang an persönlich. Die machten vor dem Einzug einen sehr guten Eindruck. Ich finde die neuen Mieter total sympathisch. Doch nur eine Woche nach dem Einzug bekommt Beatrix Engler einen besorgniserregenden Anruf. Engler? Am anderen Ende ist die Kripo. Der Beamte ist auf der Suche nach polizeibekannten Personen. Ja, das sind meine neuen Mieter. Der Beamte fragt, ob sie ihre erste Mietzahlung schon erhalten hat. Dann müsste ich mal nachschauen. Beatrix Engler hat einen bösen Verdacht. Sind das etwa Mietnomaden? Ein Schock. Okay, vielen Dank. Du glaubst nicht, wer mich jetzt gerade angerufen hat. Wer? Die Kripo in Saarlouis. Wir sollten mal auf unsere neuen Mieter achten. Die sind wohl bei der Polizei im Begriff. Der Einzug der Familie liegt erst eine Woche zurück. Udo Engler schaut sofort auf seinem Konto nach, ob die Miete inzwischen eingegangen ist. Die Miete ist wirklich nicht eingegangen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich gehe da mal nachfragen. Ja. Gesagt, getan. Das Haus ist nur 5 Kilometer entfernt. Vielleicht ist alles nur ein Irrtum. Die Mieterin gibt sich ahnungslos. Angeblich hat sie das Geld überwiesen. Hallo. Sehen Sie bitte zu, dass Sie das schnell erledigt bekommen. Während Udo Engler zur Arbeit fährt, lässt die Sache seiner Frau keine Ruhe. Noch am selben Tag fordert sie einen Beweis für die Mietzahlung. Und den bringt die Mieterin auch mit, den angeblichen Überweisungsschein. Beatrix Engler nimmt den Schein kurzerhand an sich. Zusammen mit ihrer Freundin Monika Franz geht sie direkt zu der Bank, bei der die Überweisung angeblich getätigt wurde.
Dort bestätigt sich ihre Vorahnung. Das ist unglaublich, das ist unfassbar. Die Kontonummer existiert überhaupt nicht. Es ist eigentlich Betrug, was die da macht. Der Verdacht, Betrüger im Haus zu haben, erhärtet sich. Wie können die Englers sie loswerden? Zurück in Ötichheim. Hier versuchen Elisabeth und Ralf Bastian, ihre Mieter zu erreichen, nachdem 2 Monate keine Miete gezahlt wurde. Ist niemand da. Einfach das Haus betreten dürfen sie nicht. Das geht nur mit Zustimmung der Mieter. Nach 2 Monaten Ausfall geht die Miete dann plötzlich wieder ein. Ja, da hoffe ich nur, dass es jetzt auch wieder regelmäßig weitergeht mit der Überweisung. Ja. Später erfahren sie, dass die Familie sich nicht um Formalien beim Jobcenter gekümmert hatte. So unzuverlässige Mieter wollen die Bastians nicht. Aber wie bekommt man sie aus dem Haus? Sie wenden sich an den Bürgermeister von Ötichheim. Es gibt die Möglichkeit, dass man über das Familienjugendamt mal gemeinsame Termin vereinbart. Und das klappt. Einige Monate später sollen die Bastians ihr Haus zusammen mit einer Jugendamtsmitarbeiterin endlich wieder betreten können. Im Haus wartet eine böse Überraschung. Boah, ach Gott. Wohin man schaut, Dreck, Müll und Chaos. Ein absoluter Albtraum. Unglaublich, aber hier lebt tatsächlich eine Großfamilie mit 8 Kindern. Kann man so leben? Ich kann das gar nicht begreifen. Ehrlich, das gibt's doch gar nicht. Auch der Dachboden, eine einzige Müllhalde. Völlig schockiert verlassen sie ihr Eigentum wieder. Auch das Jugendamt ist alarmiert, will sich schnellstens darum kümmern, dass die Kinder in bessere Verhältnisse kommen. Was machen wir jetzt? Wer hilft uns da? Sie wollen sich einen Anwalt nehmen. Werden sie die Problemmieter mit dessen Hilfe wieder los? Im Saarland sind die Englers weiterhin auf der Fährte ihrer dubiosen Mieter, die seit dem Einzug vor 4 Wochen noch keinen Cent Miete gezahlt haben. Sie wollen Anzeige erstatten und sammeln auf eigene Faust Beweise, um deren kriminelle Energie nachzuweisen. Sie hat mir erzählt, sie würde im Hotel arbeiten. Wir fahren jetzt mal dorthin, um zu schauen, ob wenigstens das stimmt. Alles klar. Okay. In dem Hotel in Saarlouis gibt es die nächste Hiobsbotschaft. Stell dir vor, die arbeitet gar nicht in dem Hotel. Was? Hier. Das heißt, sie hat dir einen gefälschten Arbeitsvertrag vorgelegt. Richtig, schon wieder belogen und betrogen. Beatrix Engler hat genug und will ihren Mietern fristlos kündigen. Sie findet heraus, dass das erst geht, wenn 2 volle Monatsmieten nicht bezahlt wurden. Da die Mieter bisher überhaupt nichts überwiesen haben, ist diese Bedingung schon erfüllt. Auch im Ausland haben Vermieter mit Problemen zu kämpfen. Auf Mallorca ist es besonders schlimm. Mietnomadenbanden, die sogenannten Okupas, brechen in Häuser ein, machen sich dort breit und verwüsten oft alles. Eine Gesetzeslücke in Spanien wurde lange für die Vermieter zum Problem. Zeigten sie den Einbruch nicht innerhalb von 72 Stunden an, schützte das Recht die Mietnomaden und behandelte sie, als wären sie normale Bewohner. Auch die Polizei war dann machtlos. Nur mit langwierigen Räumungsklagen von bis zu 2 Jahren bekam man sie dann wieder heraus. Dank einer Gesetzesänderung 2018 dauert eine Räumungsklage heute nur noch 2 bis 3 Monate. Immer noch eine Menge Zeit für die Nomaden, um großen Schaden anzurichten. Die Bastians suchen sich Hilfe bei Anwalt Roland Hofmann vom Eigentümerverein Haus und Grund. Sie müssen hier ganz, ganz schnell Schritte einleiten. Auf jeden Fall muss hier sehr schnell gekündigt werden, und zwar fristlos gekündigt werden. Da die fristlose Kündigung bei Zahlung aber aufgehoben werden kann, sollte gleichzeitig auch fristgerecht gekündigt werden. Was aber, wenn die Mieter die Kündigung ignorieren? Ja, also wenn die Herrschaften drin bleiben, bleibt nur der Weg der Einreichung einer Räumungsklage. Wie schnell geräumt werden kann, hängt von vielen Faktoren ab. Einige Wochen bis mehrere Jahre kann sich das Ganze hinziehen. Die Bastians kündigen, aber die Mieter bewohnen das Haus weiterhin. Auch die Miete bekommen sie teilweise nicht in voller Höhe. Der finanzielle Schaden wird immer größer. Also jetzt habe ich endgültig die Schnauze voll. Jetzt beantragen wir die Zwangsräumung und dann hat sich das Ding erledigt. Ich habe keine Lust mehr. Ja. Wann werden sie ihr Haus endlich zurückbekommen? Auch die Englers aus Saarlouis wollen mit ihren Mietern kurzen Prozess machen. So, mir reicht's. Die bekommen jetzt die fristlose Kündigung. Außerdem stellen sie einen Strafantrag wegen sogenanntem Einmietbetrugs.
Darauf stehen laut Gesetz in schweren Fällen bis zu 5 Jahre Gefängnis. Weil die Mieter nicht auf die Post vom Gericht reagieren, verläuft die Räumungsklage relativ schnell. Inzwischen sind aber schon 8 Monate ohne Mieteinnahmen vergangen. Ach, guck mal hier, Räumungstermin. Aber erst in 6 Wochen. Immer noch 6 Wochen. Schneller geht es aber nicht. Der Gerichtsvollzieher hat vorher schlicht keine Zeit. Nach 10 Monaten Zittern und Bangen dann endlich der Tag der Räumung. Doch die Mieter versuchen sich Zeit zu erkaufen mit 500 Euro in bar. Nee, Schluss. Aus. Ende. Endlich, die Englers haben ihr Haus zurück. Und die Mieter werden zu 2 Jahren Gefängnis ohne Bewährung verurteilt. Auch bei den Bastians gibt es nach mehr als 2 Jahren Mietärger endlich Licht am Ende des Tunnels. Endlich haben wir jetzt den Beschluss zur Zwangsräumung. Ja, hoffentlich ist auch der Räumungstermin bald. Bis zudem vergehen noch einmal 3 Monate. Denn die Mieter bekommen Zeit, sich eine neue Bleibe zu suchen. Und auch die Gerichtsvollzieherin muss einen Termin finden. Nach mehr als 2 nervenaufreibenden Jahren dann endlich der Tag der Räumung. Doch die Überraschung, im Haus ist niemand mehr. Wir haben schon das Weite gesucht. Was bleibt, sind Tonnen an Müll und Dreck. Das Haus ist unbewohnbar. Oh, ist das eklig. Die Bastians stehen vor einem Schaden von rund 80.000 Euro. Mietausfälle, Gerichtskosten, Entrümpelung und Sanierung. Das alles müssen sie selbst bezahlen. Das Haus wollen sie nun so schnell es geht loswerden. Trotz aller Vorsicht beim Vertragsabschluss, einen 100%igen Schutz vor Mietnomaden gibt es nicht. Und wirklich ärgerlich, ehrliche Mietinteressenten müssen immer mehr Nachweise beibringen, nur weil einige wenige das Wohnen so missbrauchen. Bis zum nächsten Mal bei Terra Express.